Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte war das, der mehr Befugnisse für das Europäische Parlament fordert. Die Debatte des Europäischen Parlaments wird heute um 9 Uhr fortgesetzt. Wir übertragen das Ganze natürlich live für Sie. Und vor Ort in Straßburg ist mein Kollege Marlon Amoyal. Einen schönen guten Morgen nach Straßburg, Marlon. Was steht denn heute auf der Agenda? Einen schönen guten Tag. Ja, heute im Europäischen Parlament steht die Nachhaltigkeit auf der Agenda und die große Frage, wie geht es weiter in der Regionalpolitik? Immerhin ein Drittel des EU-Haushaltes, nämlich 350 Milliarden Euro, stellt die Europäische Union für Regionalförderung und für die Angleichung der Lebensstandards in den verschiedenen Ländern und Regionen zur Verfügung. Aber dazu kommen wir gleich ein bisschen später hier im Gespräch. Wir wollen uns noch einmal mit den Gästen, mit denen wir heute hier verabredet sind, über ein Thema unterhalten, was ja in Ihrer Sendung heute schon ein Thema war, aber gestern hier vor allen Dingen auch die Debatte beherrscht hat auf den Fluren. Und das ist die Frage, wie geht es weiter mit dem Brexit? Und dazu spreche ich mit meinen Gästen. Das ist zum einen Angelika Niebler. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der CSU und hier für die EVP im Europäischen Parlament. Einen schönen guten Tag. Und bei mir ist Constanze Krehl. Sie ist für die S&D, also die SPD im Europäischen Parlament. Und sie ist die regionalpolitische Sprecherin ihrer Partei. Ich frage an Sie die erste Frage. Guten Tag. Gestern die Debatte, die wir im britischen Unterhaus verfolgen konnten. Sie haben diese Debatte auch gesehen. Gab es für Sie etwas Neues, einen Ansatzpunkt, wo Sie sagen, Sie sehen, Theresa May hat, außer dass sie alle auffordert, die Nerven zu behalten, etwas Substanzielles, um den Brexit-Vertrag vielleicht doch am Ende noch zu einem Abschluss zu bringen, auf den Tisch gelegt? Ich habe davon leider nichts gehört. Das geht von Woche zu Woche, dass ich immer wieder die Hoffnung habe, dass sich im Brexit etwas tut, dass wir einen Vertragsabschluss kriegen. Aber Frau May lässt sich Zeit. Ich weiß nicht, was sie noch pokert. Ich glaube, die Zeit verrinnt ihr. Und langsam verliere ich die Hoffnung, dass die Briten überhaupt noch was Vernünftiges zustande kriegen. Sagen Sie, haben Sie auch schon die Hoffnung verloren, Frau Niebler, oder glauben Sie, dass es doch noch eine Einigung gibt in letzter Minute? Also ich hoffe auch, dass es noch eine Einigung geben wird. Das ist im Interesse beider, sowohl Großbritanniens als auch der Europäischen Union. Und ich glaube, wir Europäer haben erstens immer fair verhandelt. Es ist ja auch nach 17 Monaten Verhandlung dann der Deal zustande gekommen. Unser Problem ist, dass wir momentan nicht wissen, was die Briten wollen und was auch den Hauch einer Chance hat, eben eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu bekommen. Und ich kann nur sagen, nach wie vor sind unsere Türen offen für vernünftige Gespräche. Ich bin mir ganz sicher, dass man auch noch über Erklärungen vielleicht einige Sorgen und Befürchtungen der Briten aufgreifen kann. Aber ich sage auch ganz deutlich, wir können uns von den Briten auch unseren Binnenmarkt nicht kaputt machen lassen. Und deshalb muss es halt auch eine vernünftige Lösung geben, auch mit Blick auf Irland, Nordirland. Ja. Also ich hoffe, dass die Gespräche weitergeführt werden. An unserem guten Willen fehlt es nicht. Jeder hat Interesse, dass wir da zu einer Vereinbarung kommen und es keinen harten Brexit gibt. Aber wie gesagt, wir können auch nicht über unseren Schatten springen und hoffen halt, dass jetzt im britischen Unterhaus doch noch mal beide Seiten aufeinander zugehen und sich auf einen Vorschlag einigen. Der Schatten ist, den Sie gerade skizzieren, ja das Thema Backstop. Gestern war David Lidington, der Stellvertreter von Theresa May, hier in Straßburg und hat sich mit Parlamentariern getroffen. Da ging es auch wieder um das Thema des Backstops. Aber eine substanzielle Einigung scheint ja dort nicht in Sicht zu sein, weil Sie sagen zu Recht, das ist dieser Schatten, über den die Europäische Union nicht springen möchte. Ganz genau. Wir haben ja verschiedene Möglichkeiten ausgelotet. Ich meine, es ist eine Art Dilemmasituation. Also entweder haben wir eine Grenze oder wir haben keine Grenze. Und wir haben ja versucht, eben eine Lösung aufzuzeigen, eine Auffangposition für den Fall zu formulieren, dass man sich halt nicht einigt auf ein Handelsabkommen. Das ist der Verbleib in der Zollunion, aber nur als Auffangposition. Das wollen die Briten nicht. Wir haben erklärt, wir sind flexibel in dem Sinne, dass wir noch mal, sag ich mal, erklären, dass auch wir wollen oder akzeptieren, wenn Großbritannien aus der EU austreten möchte, dann sollen sie das tun. Aber nochmal, wir sehen ja jetzt, wie mühsam es ist, hier zu einer Vereinbarung zu kommen. Und deshalb, glaube ich, brauchen wir diese Auffangposition und können nicht einfach sagen, also was nach 2020 ist, würde uns dann nicht interessieren. Also ich glaube, wir haben gute Gründe. Ich hoffe, dass dieser strittige Punkt in dem Sinne, wie wir es vorgeschlagen haben, dann auch akzeptiert wird. Und nochmal, ich glaube, Europa ist gut beraten, nochmal zu erklären, wir akzeptieren das Votum in Großbritannien. Wenn Großbritannien aus der EU austreten wollen, dann sollen sie das bitte machen. Aber wir müssen eine gewisse Sicherheit haben, dass eben die Verhältnisse dann auch an der nordirischen, irischen Grenze, die wir nicht mehr haben wollen, geregelt sind.
Jetzt eine Frage an Sie, Frau Krehl. Jeremy Corbyn, der Chef der Labour-Partei im britischen Unterhaus und in Großbritannien, hat ja diese Woche einen Vorschlag eingebracht. Er sagt, Großbritannien könnte ja auch in der Zollunion bleiben. Das hat Theresa May abgeschmettert und sagt, dafür gibt es keine Mehrheit. Stellen wir uns das mal vor, aus einem deutschen Blickwinkel, wo eine zerstrittene Regierungsbank mit einer zerstrittenen Oppositionsbank mit verschiedenen Positionen irgendwie in jetzt, ich glaube, 44 Tagen eine Lösung auf den Tisch legen soll. Ist das ein Szenario, was in Deutschland denkbar wäre? Was sind denn vielleicht auch Ratschläge, die Sie erteilen würden, den Briten, wie man da vielleicht noch eine Einigung zustande bringt? Also ich glaube, in Deutschland wäre das nicht möglich, weil eines würde in Deutschland sicher passieren, wir würden miteinander reden. Es geht ja hier nicht um irgendeine Kleinigkeit oder eine Nettigkeit, über die man verhandelt, sondern es geht um auf der einen Seite den Bestand einer Europäischen Union, die ein absolutes Modell ist für Frieden, für freien Handel, für freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht es um die Zukunft Großbritannien. Und Frau Niebler, Sie haben das gerade gesagt, wir können nicht über unseren Schatten springen. Aber das ist ja, Schatten ist ja da fast noch viel zu wenig zu sagen. Hier wird bewusst mit dieser harten Grenze zwischen Nordirland und Irland gespielt. Und eigentlich weiß man, dass man damit in Kauf nehmen könnte, dass das Menschenleben kostet. Es gibt aber wer ja, spielt jetzt damit? Sind das die Briten oder ist das die Europäische Union? Es sind die Briten, denn wir haben ein Angebot gemacht, eben keine harte Grenze, keine Schengen-Außengrenze zwischen Nordirland und Irland zuzulassen. Und von daher ist auch dieses Gespräch in der Zollunion zu verbleiben ein notwendiges Gespräch. Und ich bin mir nicht sicher, ob die britische Gesellschaft eigentlich schon angefangen hat, mal darüber zu reden, was sie eigentlich wollen. Auch zukünftig mit der Entwicklung Großbritanniens außerhalb einer Europäischen Union, wie sie sich das eigentlich vorstellen und was sie für Ideen haben. Und ich glaube, wenn sie das früher angefangen hätten, wären wir vielleicht auch heute weiter beim Finden eines gemeinsamen Kompromisses. Ich denke, dass Frau May hier wirklich auf den Schultern einer Gesellschaft und auf den Schultern der Europäischen Union insgesamt Poker spielt. Und das finde ich weder den Briten gegenüber noch den Europäern gegenüber in irgendeiner Art und Weise fair. Aber, und das muss man sagen, das Pokerspiel geht ja scheinbar weiter. Und wir haben jetzt gerade auch schon in diesem Gespräch angeschnitten, Frau Niebler, das Thema Backstop ist eines, was im Grunde genommen wie ein Monolith zwischen beiden Verhandlungspartnern steht. Was gibt es denn da für Szenarien, wie man dieses Problem auflösen kann? Also unser Vorschlag ist eben, dass wir ein Handelsabkommen ja mit Großbritannien vereinbaren, in dem dann auch die Fragen des Belieferns, Zugangs zum Binnenmarkt geregelt ist. Dann hätten wir die Probleme nicht. Ich meine, wir haben diese Woche oder wir werden heute ja auch abstimmen über das Handelsabkommen mit Singapur. Also wir haben ja viel Erfahrung mit Handelsbeziehungen, auch mit Drittregionen. Da gibt es Modelle und ich denke, da werden wir auch zügig zu einer Vereinbarung mit Großbritannien kommen. Wir haben Interesse, den britischen Markt zu beliefern, einen engen Anschluss zu haben. Das ist ein großer Wirtschaftsraum, der für uns als Europäer auch interessant ist und umgekehrt genauso. Also ich denke, das muss das Ziel sein, eine vernünftige Handelsbeziehung mit Großbritannien auf die Beine zu stellen, von der beide Seiten dann profitieren. Aber Frau Krehl, ich stimme Ihnen dazu, aber wir müssen natürlich für den Worst Case, das ist ganz natürlich, uns auch eine Variante überlegen. Und da hatten wir ja mit Frau May vereinbart als Europäer eben die Zollunion. So, und da kenne ich jetzt momentan keinen vernünftigen Alternativvorschlag, der auf dem Tisch liegt. Und deshalb finde ich, müssen wir weiter diskutieren. Ich glaube, dass... Aber die Zeit läuft ja ab. Also ja, das Diskutieren aber geht ja jetzt schon, das hatten Sie selber auch gesagt, schon über mehr als 2 Jahre. Ja. Also wie lange will man diskutieren? Da ist ja jetzt schon die Frage, ob man diesen 29. März beispielsweise verschiebt. Also wie viel Zeit braucht man denn, bis man etwas auf Substanzielles hat, über das man dann nachher auch verhandelt und abstimmen kann? Völlig richtig bin ich bei Ihnen. Aber ich höre eben von den britischen Kollegen, dass diese Fallback-Position, der Backstop, zeitliche Befristung, genau, dass der auf Befremden stößt in UK, weil man den Eindruck hat, man will Großbritannien überhaupt nicht aus dieser Zollunion entlassen. Und da kann ich nur sagen, das ist nicht unsere Intention, nicht unsere Zielsetzung. Das kann man noch mal klarstellen. Und Sie haben recht, wenn Großbritannien auch noch ein wenig Zeit braucht, um sich auszusortieren, ja,
Gespräche zwischen Regierung und Opposition noch intensiver geführt werden müssen, dann wird auch die Europäische Union signalisieren, die Zeit geben wir euch. Aber es muss klar sein, dass wir wissen, wohin die Reise geht. Wir können also nicht akzeptieren, dass noch mal ein, zwei Jahre ins Land gehen, ohne dass man sich geeinigt hat. Also wenn wir ein Signal bekommen von Großbritannien, wohin sie sich vorstellen können, dass die Reise geht, dann glaube ich, kann man auch noch mal über eine Verlängerung diskutieren. Wir haben dann das Problem mit der Europawahl am 26. Ich wollte gerade sagen, da gibt es einige Probleme. Wir wollen eigentlich nicht, dass Großbritannien mitwählt. Ich sage es Ihnen immer ganz offen, weil ich meine, Austritt ist Austritt, Erklärung ist Erklärung. Aber ich denke, da würde es eine Lösung geben. Da ist Europa gut im Entwickeln von Lösungen auch. Nur wir müssen halt wissen, wohin die Reise gehen soll. Sonst können wir da keine großen Kompromisse machen. Jetzt klingelt hier gerade die Glocke einmal für die Zuschauer. Das heißt, dass die Debatte hier gleich beginnt. Aber noch eine Frage wollen wir noch mal zum Brexit loswerden, bevor wir auf die Regionalpolitik kommen. Und die stelle ich Frau Krehl. Wie wahrscheinlich wird denn jetzt vielleicht auch ein No-Deal-Szenario? Ja, der Brexit hat natürlich Auswirkungen auf alle Politiken, eben auch auf die Regionalpolitik. Und wenn wir hier nicht bald zu einer Regelung kommen, werden wir über die Verhandlungen zum europäischen Haushalt auch Schwierigkeiten bekommen, da zu einem guten Ende zu kommen. Ich hatte sehr gehofft, dass wir die Verhandlungen mit dem Rat und der Kommission zum mehrjährigen Finanzrahmen noch in dieser Legislaturperiode abschließen können. Wäre schön gewesen, aber das ist nicht möglich. Und wir verlieren mit Großbritannien, davon gehe ich schon aus, dass Großbritannien austreten wird aus der Europäischen Union. Wir verlieren damit auch den zweitgrößten Nettozahler. Und das hat natürlich unglaubliche Auswirkungen auf alle Politiken im Bereich der Europäischen Union und eben genauso auf die europäische Regionalpolitik. Und was sagen Ihnen da Ihre Wähler beispielsweise in Sachsen? Denn wenn Großbritannien ausscheidet, bedeutet das, und das ist ja auch in den mehrjährigen Finanzplänen schon auch so hineingepreist, dass Deutschland beispielsweise bei der Regionalförderung auf 21% verzichten muss. Das sind hunderte Millionen, es sind Milliarden Euro, die Deutschland weniger hat. Was sagen Ihnen da beispielsweise Ihre Landwirte? Naja, meine Sächsinnen und Sachsen sagen mir natürlich, wir brauchen die Förderung. Und das ist auch richtig. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir einen Vorschlag auf dem Tisch haben, der immer noch alle Regionen bedenkt. Also wir werden auch zukünftig nach 2020 eine Regionalpolitik machen, die für alle Regionen offen ist. Also auch für Sachsen, auch für Bayern. Auch wenn man vielleicht denken könnte, Bayern braucht nicht mehr so viel Förderung. Das geben die mir schon auf den Weg. Aber ich glaube, wir haben auch Anstrengungen unternommen, zum Beispiel durch Vereinfachung von Verwaltungen, die Verwaltungskosten zu senken und hoffen, dass wir damit auch Einsparungen für mehr Projekte bekommen. Das kann man, glaube ich, ganz intelligent lösen. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass das Parlament natürlich auch ein Stückchen andere Anforderungen an den europäischen Haushalt stellt. Und welche sind das? Mehr Geld. Mehr Geld. Ja, Geld wollen aber alle mehr. Das ist ja das Problem. Jetzt reden wir über die Regionalpolitik. 350 Milliarden, ich habe es nur mal skizziert, sind es ja, die Europäische Union zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich gerade, Sie hatten mir jetzt geantwortet, was Ihre Landwirte Ihnen aus Sachsen sagen. Das ist wahrscheinlich die gleiche Antwort, die Ihnen auch Ihre Wähler in Bayern sagen. Jetzt ist Deutschland, hatte ich gesagt, mit 21% weniger Förderung. Ist das Ergebnis nach dem Brexit? Andere Länder wie beispielsweise Polen oder Ungarn werden noch weniger Geld zur Verfügung gestellt bekommen. Hängt auch damit zusammen, dass man sagt, die Lebensstandards, was ja ein Ziel ist, dieser Regionalpolitik, sind auch weiterhin und schon spürbar angeglichen. Aber das verfängt ja nicht. Trotzdem regieren in diesen Ländern immer mehr Rechtspopulisten, versuchen das auch auszuspielen gegen die Europäische Union. Ist da nicht schon gleich programmiert ein nächster, ich nenne es jetzt mal Krisenherd, Konfliktpunkt, den man zwischen den europäischen Partnern auszustehen hat? Mhm. Also über die Höhe des Etats unseres Budgets in Europa hat schon immer Diskussionen und Debatten ohne Ende gegeben, auch über die Frage, wie dann das Geld verteilt wird. Ich vereinfache mal, und die Debatten führen wir jetzt auch. Und Frau Krehl, Sie haben völlig recht. Wir müssen zum einen schon schauen, wo können wir einsparen. Ja? Da, glaube ich, haben wir noch Entwicklungspotenzial. Dann müssen wir sehen, wie viel Gelder die Mitgliedstaaten zur Verfügung stehen. Da muss wo sparen wir denn ein? Ja, ja, da muss man zum Beispiel auch akzeptieren, wenn wir neue Aufgaben
in der Europäischen Union übernehmen, zum Beispiel europäischen Außengrenzschutz aufbauen. Da ist Parlament ja mit großer Mehrheit dafür, dass wir Frontex, unsere europäische Grenz- und Küstenwache, mit 10.000 Mann aufbauen. Das kostet natürlich alles Geld, wenn wir in der Außenpolitik stärker auftreten wollen und, und. Also ich finde, wenn man uns als Europäer mehr Aufgaben überträgt, dann muss eben auch die Finanzierung gesichert sein. Also das ist ein Thema, worüber wir reden müssen und dann wie die Verteilung halt untereinander erfolgt. Und da sage ich für meine Landwirte in Bayern, dass ich da dafür kämpfen werde, dass es da zu keinen Kürzungen kommt, ja, weil die Landwirtschaft, die die gesunde Lebensmittel produziert und unsere Kulturlandschaft erhält, finde ich auch einen Anspruch darauf hat. Man muss dann intern diskutieren, ob alles so gerecht verteilt ist, ob nicht größere Höfe, weil wirtschaftlicher produzieren können, eben degressiv auch nur berücksichtigt werden. Aber die Debatten laufen jetzt in allen Fachausschüssen und im Parlament. Und also ich bin da zuversichtlich, da wird es eine Lösung geben. Wir werden es nicht mehr in der Legislatur hinkriegen. Dazu läuft uns einfach die Zeit davon. Aber ich denke dann, das wird eine große Aufgabe fürs neue Parlament auch nach der Europawahl sein. Aber vielleicht jetzt, ja, darf ich einen Hinweis da geben. Ich würde schon gerne ab morgen mit Verhandlungen anfangen, um für die Regionen sicherzustellen, dass man, wie man programmiert und wie das gemanagt wird nach 2020, dass man das schon in einem partiellen Abkommen mit dem Rat festzurrt, damit die Regionen Bescheid wissen, auf was sie sich verlassen können. Verlässlichkeit ist ein wichtiges Stichwort und ich muss an dieser Stelle auch ins Parlament abgeben, denn wir haben die Verlässlichkeit zu liefern, dass die Debatte gezeigt wird. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie heute hier zum Gespräch da waren. Wir haben jetzt über die Regionalpolitik gesprochen, die ja Teil auch der Nachhaltigkeitspolitik, will ich nennen, der Europäischen Union ist. Und dazu stellt jetzt gerade Frans Timmermans, der stellvertretende Kommissionspräsident, das Nachhaltigkeitspapier der Europäischen Kommission vor. Das ist ein umfangreiches Programm, wo man sich vor allen Dingen dazu bekennen möchte, die UN-Ziele für 2030 beim Thema Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das ist heute eines der Themen im Parlament. Wir verabschieden uns hier aus dem Vorgespräch und geben direkt ins Plenum.